sagt, da sei noch was drin, aber es ist gar nichts drin. Und das ist ja unfair. Na gut. Sehr schön, wenigstens ein Stimpack. Und ein Safe. Aha. Naja, immerhin. Ausbeute hätte schlechter sein können. Dann speichern wir mal. Dann hier wieder. So, hier links war ein Räumchen, das haben wir durchgeguckt. Das heißt, hier geht es wieder nach oben. Hier geht es weiter und da höre ich auch schon den nächsten Mirlok. Mirloki. Okay, hier ist No Access. Erfordert Schlüssel. Okay, den Schlüssel haben wir noch nicht. Okay. Noch ein Jäger. Bitte warten Sie einen klitzekleinen Moment, bis ich meine Waffe gewechselt habe. Vielleicht sollte ich doch mal irgendwie auf Laserwaffen umstellen. Ich weiß nicht. Haben wir hier noch was? Die Kampfflinte. Die Kampfflinte. Au, 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 au. Moment, Moment, Moment. Warten Sie bitte einen Moment. Wo ist das Quantum? Und jetzt in die Face. Into the face. Okay. Naja, immerhin. Das Ding ist hier vielleicht doch etwas hilfreicher, solange wir hier was von haben. Und ich weiß, dass wir, genau, wir hatten hier Kuchen, wir hatten Eichhörnchen. Hatten wir hier noch irgendwas Fertiges? An Nudeln. Stopfen wir uns erstmal hier den Magen voll. Und ein Stimpack. Schnell speichern. Okay, okay. Audioprotokoll 06. Ich glaube, uns fehlen dann dazwischendurch noch welche. Studiocomputer. Ah, okay. Muss ich mal ganz kurz hier bei Daten schauen. Aufgabe. Notizen. Genau, 0306. Ich würde erstmal vielleicht warten, bis wir die anderen haben. Ah, Aufnahmestudio. Das ist der Schlüssel. Vault interne Post. Das müssten die sein, die wir eh schon... Nee, an Technikpersonal von Parker Livingstein, Studioleiter. Hey Jungs, ich bin mir nicht sicher, ob ein offizielles Problemticket gerechtfertigt ist, aber ich habe da auf meiner Soundanlage eine seltsame Tonhöhenüberlagerung bemerkt. Es ist fast wie ein anderes Signal, das vielleicht aus dem Wortsprecheranlagennetz oder den Kommunikationsgeräten sickert und sich über alle Aufzeichnungen legt. Es ist kaum bemerkbar, aber ich kann es definitiv auf meinem Oszilloskop sehen. Haben wir auf Ebene C irgendwelche Querverdrahtungsprobleme oder fehlerhafte Kabelisolierungen? Mold interne Post 344.
An Hildegard Igelbrecht, wieder von Parker. Ich wollte diese Gelegenheit nutzen und Ihnen zu Ihrer grandiosen Aufnahmesitzung heute Nachmittag eine Vault-interne Nachricht zusenden. Der Sound, den Sie Ihrer Stradivari entlocken, ist ohne Einschränkung das unvergesslichste und herrlichste, was ich jemals gehört habe. Können wir uns morgen Abend vielleicht treffen und uns diesbezüglich in intimerem Rahmen austauschen? Vault-interne Post 350. Wieder an Hilda. Hey Hildi, ich wollte dir nur eine kurze Nachricht schicken. Unsere gemeinsame Sitzung gestern war wunderbar. Ich bin froh, dass sich diese Studiotüren schließen lassen. Sonst hätten sich deine steifen Musikkollegen vielleicht über unsere innige Zusammenarbeit pikiert. Vergiss heute Abend nicht, dein erlesenes Instrument und natürlich auch deine Violine mitzubringen. Ich habe da eine Idee, was wir mit dem Bogen anfangen können. Eine neue Methode, die ich schon immer mal ausprobieren wollte. Oh. Little bit intim, würde ich sagen. Das da ist offen jetzt. Jetzt können wir rüber marschieren. Und dann können wir uns gleich nach oben umschauen. Wo? Oh, Junge! Es recken Sie mich nicht so. Soil Stradivari. Wir haben sie gefunden. Zu Agatha zurückkehren. Aber erst gucken wir uns hier in der Vault noch um, denn mir fehlen noch mindestens 2 Tonaufnahmen. So. Ein leichter Safe. Okay. No! Wo ist denn hier der Punkt? Okay. Warum auch immer meine Maus jetzt zwischendurch auftaucht. Hm. Wurscht. So. Immerhin haben wir unsere Aufgabe soweit erfüllt. Das heißt, wir können uns jetzt einfach hier noch in Ruhe umschauen. Hier war nichts mehr, ne? Nö, hier war die Küche. Das heißt, wir können noch oben entlang dappeln. Und zwar hier lang. Einmal speichern. Da geht es in Richtung Klassenraum. F4 something. So, jetzt müssen wir mal hier Karte, nicht Weltkarte, lokale Karte. Ich denke, man kann hier auch außen rum gehen. Und nachdem ich weiß, dass hier etwas ist. Oh! Oh. Das wollte ich drücken. Ah, das funktioniert doch schon mal ein gutes Stückchen besser. Der ist hinüber, okay. Da ist noch ein heiles Buch. Ah, da ist definitiv noch ein Freund. Das Ding haben wir geleert. Du bist schon leer. Okay. Ein Pümpel. Natürlich. Erstmal alles ausräumen. Das ist eh schon leer. Ups. Ein bisschen nervöse nervöser Zeigefinger. Und eine fehlerhafte Treffsicherheit auch beim linken Zeigefinger. Immerhin, ich kriege die Steuerung einigermaßen noch auf die Kappe. Das ist ja schon mal etwas. Ist da noch was? Nö, ne? Ich glaube sonst. Huch! Ach so. Oh Gott sei Dank. Ich dachte schon gerade.
ist definitiv noch zwei, okay. Speichern. Weil ich eine feige Sau bin. Wow. Null Prozent? Wahrscheinlich, weil ich zu nah bin. Das heißt, lieber Mirlock, einen klitzekleinen Moment bitte. Der war ja jetzt nicht ganz so geduldig, aber das ist okay. Okay, hier geht's wieder zurück. Classroom. Und soweit ich mich jetzt nicht täusche, hier ist noch... Okay, hier ist Nummer 5. Was uns fehlt nur noch Nummer 4. Das Ding ist, würde ich sagen, hinüber. Mhm. Okay, hier kann man, glaube ich, auch nur die Sachen noch demolieren. Huch. Und lustig drauf oben marschieren. Ach, okay. Der Schreibtisch ist leer. Mal gucken, Spind. Hier ist tatsächlich ein Spind, der nicht leer ist. Na, sowas. Oh, noch einer. Eine Lederrüstung. Nice. So. Können wir uns hier mal im Klassenzimmer umschauen? Das Licht überhaupt an? Ja, okay. Hab's an. War mir jetzt gerade nicht 100% sicher. Tür öffnen. Okay. Aber hier liegt kein Audio-Ding rum. Okay. Zoe Hemsteins persönliches Tagebuch. Zoes Gedanken. Es ist einfach wunderbar, von all diesen Talenten umgeben zu sein. Ich, die kleine Alte, die kaum die Violine spielen kann, inmitten der besten Musiker der Welt. Ich kann meinem Glück noch immer nicht trauen. Heute war einfach fantastisch. Ich durfte eine ganze Sinfonie aufnehmen. Haydns Sinfonie Nummer 3 in D-Moll. Es war einfach wunderschön. Ich konnte mit den anderen Streichern kaum mithalten und trotzdem waren sie total nett. Sie waren keine arroganten Säcke oder so, sondern... haben mich ermutigt. Das Beste war aber, dass alles aufgezeichnet wurde und man sich dann über die Studio-Lautsprecher selbst spielen hören konnte. Ich kann morgen kaum erwarten. Ich habe gehört, wir spielen ein Stück von Dvorak? Dvorak. Mehr von Zoes Gedanken. Mir ist in letzter Zeit öfters ein bisschen schlecht. Ich fühle mich nach einer Sitzung im Studio irgendwie benommen. Es ist da so stickig drin, aber es lohnt sich trotzdem. Ich weiß, dass ich besser werde, allein schon, indem ich den anderen Violinisten beim Spielen zuschaue. Es macht ihnen nicht mal etwas aus, mir ein paar Tipps zu geben. Heute Abend gehen ein paar von uns Mädels in den Freizeitsaal tanzen. Ich hoffe, dieser süße Soundtyp Parker kommt auch. Er ist göttlich. Mehr von Zoes Gedanken. Mir geht's gar nicht... Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich bin zu Dr. Benzions Büro, aber er sagt, es ist Stress. Und dass ich mich ausruhen soll. Ich glaube, ich war zu viel im Soundstudio. Bin müde. Kann nicht mir tippen. Zitter total. Bitte helft mir. Hilfe, helft mir. Ich verliere meinen Verstand. Kann sie nicht stoppen. Hier raus. Hit. Oh.
Naja, hat ja super funktioniert, die arme Zoe. Zumal der nette Soundleiter etwas mit der Hilda hatte. So. Hier ist sonst nichts mehr, okay. Und hier müsste sich der Kreis dann jetzt schließen, oder? Genau, das hier ist kaputt. Hier ist die andere Seite. Okay. Wir können erst mal gucken. Wir müssten jetzt dann... Daten. Ah, Büro des Aufsehers. Kann man scheinbar hier drüber nicht erreichen, weil das jetzt die blockierte Tür ist. Außer ich irre mich und... Wirkt aber jetzt nicht so, als hätte man da durchgekonnt. Nee. Okay, ist blockiert. Darf man so rum nicht durch. Okay, passt. Dann gehen wir mal zurück. Hierher. Wir schauen jetzt mal, wo wir gelandet sind. Soundsystem. Ich weiß jetzt nicht, ob wir in den Wohnquartieren schon waren, aber da ist auf jeden Fall noch der Reaktorraum. Es fehlt eine Aufnahme. So ein Mist aber auch. Ich habe den Aktenschrank übersehen. Was ist das denn? Hier liegen tote Blähfliegen und ich übersehe hier Zeug. Das geht ja mal gar nicht. So. Wollen wir doch mal schauen. Wir speichern noch mal, weil ich nicht mehr sicher bin, ob wir schon im Reaktorraum waren. Definitiv nicht. Noch mehr Mirlocks. Yay. Wie funktioniert das jetzt noch mal mit den Granaten? Mal sehen, ob ich mich damit maybe... selber umbringe. Wir werden es feststellen. Okay, die sind unter uns. Okay. Oh. Das funktioniert nicht so. Jo. Milox Gesicht schon mal nicht getroffen. Jetzt das Auge. Nochmal das Auge. Um den Arm. So, so, so. Ja, das hat doch Funk. Einwandfrei. So, dann wollen wir mal gucken. Wir beeilen uns hier gleich mal beim Durchdappeln. So. Nachladen. Wow. Nein, ich möchte nicht trinken. Darf ich wieder aufstehen?
Gut, das hätte ich vielleicht vorher bedenken können. Aber an dieser Stelle scheine ich kein Ding zu kriegen. Bin ich gut. Ah, jetzt wieder. Ein bisschen in Ruhe umgucken. Da ist ein Computer. So. Ja, nee, trinken wollte ich es jetzt nicht unbedingt. So, Technik. Nur für Mitarbeiter des Technikbereiches. Problemtickets. Okay, Problemticket Nummer 7. Wartungscode RL00 Grün. Problembeleuchtung auf Ebene B. Techniker Karl Meinert. Reparaturnotizen. Ich habe es Zack nicht nur einmal, sondern schon tausendmal gesagt, hör auf, im Beleuchtungsnetz auf Ebene B die Vorschaltgeräte mit höherer Amperezahl zu benutzen. Sie überhitzen und brennen in nur wenigen Tagen durch, weil die Stromhähne da oben nicht korrekt installiert wurden. Ich musste 37 Vorschaltgeräte mit Typ K09A austauschen und für jedes einen Stromrichter einbauen. Ich werde die verpassten Abende mit dieser sexy rothaarigen Violinistin aus dem Frauenschlafsinn 76 Arbeitspunkte-Konto in Rechnung stellen. Ticket Nummer 8. Wartungscode RL04 Rot. Problemabteilung 4. Sicherheitsaufrüstung. Techniker Karl Meint. Reparaturnotiz. Details überschrieben. Problemticket Nummer 9. Wartungscode RL01 Gelb. Problem seltsamer Geruch im Klimaanlagensystem. Techniker Zach Foxworthy. Reparaturnotizen. Das war krass. Als Voltic die Anlage hier baute, wurde scheinbar entschieden, das Deponiesystem der Abfallentsorgung parallel zu den Klimaanlagenschächten zu legen. An einigen Stellen korrodierte die Luftführungsanlage nun bis in die Abflussrohre, sodass jetzt Abfallprodukte in die Entlüftung sickern und den Gestank in den Männerschlafsälen 1, 2 und 5 verbreiten. Und so musste ich da reinkriechen und umfangreiche Flickarbeiten leisten. Ugh. Problemticket 10. Wartungscode R04 Rot. Problem Wandschäden auf Ebene D. Techniker Karl Meinert. Reparaturnotizen. Laufend. Ich habe Spannungsrisse und Wasserlecks in drei Bereichen auf Ebene D. Ich kann nur rückschließen, dass es irgendwo in der Nähe eine unterirdische Quelle oder einen See gibt, der Druck auf die Betonwände ausübt. Ich habe die Spannungsrisse bereits geflickt und sie mit Metallplatten verstärkt, die wir normalerweise für den Fußboden verwenden. Ich schlage vor, wir rufen alle Techniker zusammen, um gemeinsam nach einer permanenten Lösung zu suchen, da wir andernfalls bis zu den Knien oder schlimmer in üblem Grundwasser versinken. Das erklärt gerade das Plätschern zu meinen Füßen. Problemticket Nummer 11. Wartungscode RL00 Grün. Problemquietschende Bürostuhltechniker Karl Meinert. Reparaturnotizen. Diesem überaus ernsthaften Notfall hat sich sofort unser Elite-Techniker-Team angenommen. Umgehend eilten wir in Professor Moleos Büro und brachten den Flüssigkeitsschmierungseinspritzer zum Einsatz in der Hoffnung, den uns drohenden Untergang abzuwenden. Okay, erledigt. Wir haben seinen verdammten Stuhl geölt. Ist das wirklich notwendig, für so einen Scheiß ein Problemticket einzureichen? Wenn man Herr Professor Maleo heißt, natürlich. So, dann wollen wir mal sehen. Oh! So. Mal gucken, ob wir damit einen Jäger auch zusammenbringen. Nee, vielleicht nicht so. Außer der Herr bleibt da hängen. Aber selbst dann wechsle ich vielleicht mal ganz kurz auf die Kampfflinte. Au, 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 au. Das tat weh. War nicht sehr nett von dir. Oh, hi. Au.
noch dreimal. Okay. Und jetzt plätschert er auch noch. Na gut. Ganz kurz wieder auf die Jagdflinte wechseln. Versuch mal nicht zu viel in dem Wasser rumzugurken. Na gut. Vermutlich lässt sich das doch nicht ganz vermeiden. Ups. Ne, ich wollte nachladen. Okay, muss nicht nachladen. Die Strahlenbelastung hat sich erhöht. Ja, natürlich. Ich gucke ja auch die ganze Zeit im Strahlenwasser rum. Right away. Und ich nehme mal vielleicht einen Red X. Au, so ein Mist. Okay, aber irgendein Körperteil von mir hat jetzt gerade das... Oh, mein Kopf. Das Zeitliche gesegnet. Hallo? Ich möchte hier wieder raus, danke. Okay. Wir haben es durch den Wasserbereich durchgeschafft. Das ist ja schon mal etwas. Hätten wir hier noch irgendwo reingekommen? Das sieht hier so aus. Okay, ich speichere jetzt ganz kurz und dann dappel ich da nochmal rein und schaue. Sieht nicht danach aus, als ob wir da rein können. Okay. Ist nicht vorgesehen. Passt, passt, passt. Müssen es ja auch nicht übertreiben. So. So, wo sind wir jetzt? Reaktorraum. Wohnquartiere. Waren wir denn überhaupt schon in den Wohnquartieren? Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Hier waren wir auf jeden Fall. Da geht's zurück. Das heißt, hier müssten die Wohnquartiere sein. Ne? Wohnquartiere. Okay, hier waren wir noch nicht. Dann... sind die Wohnquartiere das Letzte, was uns noch fehlt. Okay, sieht so aus, als ob die hier drin sind. In den Räumlichkeiten und ich hoffe jetzt einfach mal, dass... Kann ich hier zumachen? Die Türen einfach mal nicht auf und zumachen können. Das heißt, Zwei Stimpacks, sehr schön.